So wie das jetzt aussieht, machen deine Reifen jetzt schon ziemlich Abgang. Ja, ja, 68%. Darauf, was ist deine Bestzeit? 1,36. Och komm, ich war gerade auf der Lisa nennen! Ärgerlich! 60 und das positive Date, das Data geht immer noch weiter nach unten. Ärgerlich, Sim. Hallo! Hi! Alter Schwede! Erstmal stehen bleiben, damit das Data mal wieder positiv wird. Kenn ich! Glaub ich, es war bei 2 Sekunden! Du hast halt eine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Brech mich dieses Virtual Safety Car auf, ey. Das ist so ein Scheiß. Das bringt ja Alter! Wie langsam muss er denn hier werden? Ah, wo dann auch die Kurve, wo der Delta, ich bin immer noch Nergo. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Oh, ich dachte, es wäre schon zu Ende gewesen. Okay, alles gut. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Safety Car, aber es ist hier viel los im Rennen. Das stimmt. Safety Car, Virtual Safety Car. Autos überschlagen sich, einer bleibt am Start stehen. Ereignisreiches Rennen, muss man sagen. Ich besser muss aber sagen, in der Realität wäre das ganz schön witzig, wenn dann Leos Auto auf den Start macht. Pickeln! Das stelle ich mir schon witzig vor. Ja, bei Ralf Schumacher haben sie es ja auch geschafft, dass sie den im Start hier aufgepuckt haben. Dass der Gas gegeben hat, ich einfach mal durchgedreht. Weil der da aufgepuckt war. Ja, quasi den Kreis ist gemacht, bevor der Kreis überhaupt da war. Das ist auch schon, also in welchem Jahr war das? Weiß ich nicht. War das damals? 4, 3? Ich weiß es nicht mehr, wann genau. Ich weiß nur noch 2005 in Indianapolis. Ja. Das war nice. Da haben sie richtig gezeigt, was die Formel 1 für eine Spannung hat. Ferrari war da. Oh, Nergo ist an der Box. Ah, so, jetzt erstmal 40 Sekunden. Nergo ist an Löwe, Box, Box, Box. 40 Stunden entspannt. Nergo ist an Löwe, Box, Box, Box. Das Problem ist, ich habe ja hier die 2 Stopp eingestellt, ne? Ich soll jetzt an die Box meine Reifen am 38. Ja, dann nein. Ja? Nein? Ja, dann nein, habe ich gesagt. Ich bin gleich dazu wieder hinter allen. Und ja, du hast das ist schön. Von mir aus könnte auch nochmal das Safety Car 15. Das wäre gut, dann könnte ich auf jeden Fall wechseln. Aber ich finde dann ja schön, dass hier wieder nach dem spannenden Rennen Aserbaidschan, wir zur Normalität. Ich fand da wieder ein Rennen als erster über die Ziellinie gefahren, das ist doch schon mal drin. Weil normalerweise in den letzten 4 Rennen oder 6 Rennen habe ich nur gewonnen, weil Sepp eine Strafe hat. Wie bitte? Nein. Das wäre hier auch wieder so. Selbst ja, wenn ich vorne liege. Das wird ja nochmal nachgeguckt, ob das. Wie alternative Strategie, willst du mich verarschen? Wie soll das wieder eine alternative Strategie vorschlagen? Willst du mich verarschen? Du hast keine Reifen mehr. Du hast keine Reifen mehr. Alternative Strategie, wir hören auf. Willst du mich verarschen oder was? Ist angekommen, bestätige. Nice. Alter Schwede, warum wollen wir denn. Was? 36% am Arsch nehme ich neue Reifen. Ich habe mittlerweile 42. Du warst aber auch schon ein bisschen mehr an der Box. Ich war bislang nur 5-mal oder so. Alter, komm, ist aber auch scheiße auf dieser Strecke. Im vorletzten Sektor kannst du echt ein bisschen was. Ja, ich weiß nicht, im vorletzten Sektor liegt der Licht mehr nicht. Das ist eine Taube! Boah, eine Taube. Ich komm grad nicht an der KI vorbei hier. Sepp, du hast doch schon Erfahrungswerte, oder Nergo? Wie lange halten denn die Soft ungefähr? Kann was soll ich denn Erfahrungswerte haben? Du warst doch schon 5-mal an der Box. Ja, aber da hat sich kein Reifen irgendwie mal ein bisschen gelöst. Also ich fand nicht so lange. Das ist ja einen guten Zustand. Nergo, willst du die Information teilen? Ich fand nicht so lange, ich weiß nicht wie lange genau. Ja, dann überspringe ich nämlich den Medium-Stint und fahre mit Soft zu Ende. Ja, ist nur blöd, dass es hier keine Soft gibt. Doch. Ja. Nein. Doch. Echt? Ja, natürlich Soft, gibt es Medium Soft und Hard. Ach, stimmt. Toft ist ja der mittlere Reifen. Boah, ist immer. Warum haben die eigentlich die Reifen nicht super soft? Soft? Weil Medium, die halt mit Soft und Super Soft angefangen und super haben und Ultrasoft kam erst super später zu. Ja. Ja, was denn? Ich kann übrigens besser sein. Du hast auch die besseren Reifen. Medium? Du hast ja auch jede Runde frische. Ich hab immerhin mehr Reifen angefahren als Runden gefahren.
Das stimmt sogar. Das ist das Traurige. Das stimmt. Mein OBS 20 Reifen habe ich angefangen. Mein OBS ist noch nicht abgestürzt. Uiuiui. Ich kann auch mal wieder was hochladen. Wie viele Runden habe ich für, wie viele Reifen habe ich für bislang jetzt schon angefahren? 18? Auf der Strecke. 18? 18 geht nicht. 20 geht. Dann das. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt. Bisschen weiter. 24 geht auch mal. Ich habe alle Reifen angefahren, das kann ich sagen. Wie viele Reifen mal? Sätze hat man 7. 7 mal 4. Du hast 3 im Rennen, 3 im Qualifying, sind 6. Hat man nicht 4 mit? Nee. Einer wird zurückgeschickt. Je nachdem, welche Reifenauswahl du am Anfang hast. Gut, dann habe ich 24 Reifen angefahren. Also alle. Spätestens jetzt. Bist du schon wieder in der Box? Nein. Mit den Reifen, die ich jetzt fahre. Ach so. Ist es spätestens jetzt. Ich dachte kurz bei der Brosche, nein. Nein, das stimmt. Bro ist jetzt, schießt auf mich. Nein! Ergo, hast du Gary's Wort eigentlich? Nee. Sei froh. Warum? Wird man die ganze Zeit nur von Zyrok random killed? Das ist genug. Nee, stimmt, das ist von Mono. Also von Mono spielt, nicht von Mono. Ich hatte Vermutung! Oder Mochi? Warte, ich wechsle. Wirf die Granate weg. Warte, ich muss erst dreimal die Waffe wechseln, weil sonst werfe ich mein Traitor-Item weg. Das ist so geil, wie oft du den killst. So gesehen random und dann bei einem Trader-Shop. Nicht random, der bleibt dann immer stehen und kauft was. Warum bleibt der immer stehen? Das verstehe ich aber echt nicht. Weiß ich nicht. Warum bleibt Sepp immer stehen? Warum bleibt die KI in diesen Kurven hier fast stehen? Ich bleib stehen? Nee, der Sepp von... Achso, von Pizmeet. Dem etwas unbekannteren YouTuber. Ach, der ist jetzt erst auf Mediums. Krasse Scheiße, der hat mitten auf der Runde gewechselt. Boxengasse. Der ist jetzt mit so Videos unterwegs. Da sind mal kurz so Bombos rausgelaufen. Komm. Komm. Ja, ich bin Rapper. Komm. Ja, Coco Jumbo. Ah, ja, ja. Dann ist aber auch tückisch, diese Boxen einfach an der alten Start geraten. Ich hab die Ausfahrt da vorne genutzt, weil ich mich leicht verbremst hab. Nee, du hast einfach nur gedacht, das ist ja der richtige Punkt. Feedback on the ground. Stimmt, das war das Lied, ne? Ja, Coco Jumbo, ja. Wie lange habe ich das denn bitte nicht mehr gehört? Weiß ich nicht. 20 Jahre? Du bist 17 oder 18. Das funktioniert nicht. Ich bin 18. Ja, 20 Jahre funktioniert nicht. Klar. Nein. Ich lass euch da mal reden. Ja, aber du darfst schon auch was sagen, ne? Ja, ich konzentriere mich hier. Ich habe jetzt endlich die KI alle überholt. Es ist nur noch Raikön vor mir. Und ja, aber machen wir denn mit StarCraft? Ja, keine Ahnung. Muss nur schauen. Nächste Woche irgendwann. Am Wochenende nehme ich übrigens mit Mochi auch mal wieder was auf. Was denn? Das Civilization und so. Gott. Ja. Das ist mega witzig. Mal diese Strategie-Spiele. Mochi spielt gar nicht so ganz kacke. Das sagt er in jedem Spiel. Er hat auch gesagt, er kann Rocket League. Und wie hat er bei der EM dann gespielt? Das sag ich aber! Und wie hat er bei der EM dann gespielt? Ja, schlechter als Wolf-Team. aber Mono, ja. Mono mal wieder. Sepp, lass mal eine Fantasy-WM machen mit dem neuen Spielmodus, mit dem alten Spielmodus. Ist das von Super Mario geklaut? Wie von Super Mario? Keine Ahnung. Das ist halt Mario Kart in Rocket League. Boah. Da gibt es einen Pümpel. Ein Pümpel? Ja. Was macht man mit dem? Nein. Pümpeln. Ja. Bock, Bock, Box! Ich bin ja nur 40 Sekunden hinter dir. Das ist ein Boxenstopp. Negrix? Ja? Fährst du nochmal in die Box? Ich überleg gerade. Aber wahrscheinlich ja. Ich bin gerade in der Box. Man lebt Box, Box, Box.
Ich versteh's nicht. Wie? So? Ich krieg immer eine lilane hier. Aber die Reifen sind schon so abgenutzt. What the fuck? Ich hätte auf hart wechseln sollen gerade eben. Das war irgendwie dumm. Aber naja, egal. Hinten rechts 40%, vorne links 70%. Kleiner Unterschied. Aber ich habe euch das eine Mal, als ich StarCraft gespielt habe, so ein bisschen zugehört. Das hört sich ja an, als ob hier Cyrok der größte Noob der Welt ist. Ja, das stimmt auch. Dicht gefolgt von Gjormun. War das, glaube ich? Ja, andersrum. Nee, das war Gonrill. Gonrill, ja, aber war das Spiel, wo du mitgehört hast, habe ich aber auch gespielt, die Krebs. Hast doch gestreamt, da war großer Druck auf dir. Ja, für einen. Ja. Für Gonrill halt. Aber im 2 gegen 2, wenn Nergorix die ganze Arbeit macht, nur ich nur ein paar Einheiten mitschiebe, dann geht das schon klar. Nein, das stimmt ja auch nicht. Ja. Nach vorne ein bisschen Schaden und dann kommen sie irgendwann dazu und dann gewinnen wir. Genau. Manchmal. Wie viel heißt kostenlos? Für 0 Euro? Also mit uns, wenn du einer. Ach stimmt, das ist einfach nur Multiplayer, ne? Das, was du sonst war. Ja, ich hab euch ein bisschen gestalkt. Aber hatte keine Lust, mit euch zu reden. Ich hab mein Rollo zugemacht. Ich habe jetzt 44%. Wie viel hatte ich denn jetzt in dieser Runde bekommen? Wie viel Schaden hatten diese Reifen? Wenn ich nochmal zur Box gehen will, dann eigentlich ja jetzt irgendwann mal, ne? So langsam. Ah, lol! Die sind ja noch unabgenutzt. Was ist denn jetzt? Was? Brindel? Das ist übrigens der Schaltknüppel von einem Automatikauto, heißt Brindel. Echt? Ja, das steht doch drauf. P-R-N-D-L. Brindel. Brindel. Wappa! Das steht doch drauf, als müsste man das wissen. Ja, für einen Auto-Freak muss man das wissen. Sepp ist ja ein Auto-Freak. Seit wann das? Der spielt ja auch Dirt. Ja, du nicht. Das heißt, du hast Autos. Ich mag coole Autos. Schaltet eigentlich einer von euch selber hier? Bist du wahnsinnig? Ich hätte das mal überlegt, ob ich das mal mache. Ob jemand selber schaltet. Weil ich glaube, also, wenn man das gut kann, ist man damit schneller. Ja, wenn man es nicht gut kann, ist man damit langsamer. Das stimmt. Und deswegen machen wir das nicht. Also ich wäre mal dafür, dass wir, wenn wir eine zweite Season machen, alles schwierig stellen. Außer die KI, die leichter. Genau. Oder komplett aus. KI aus, wir fahren in Indianapolis so. Das wäre cool, wenn wir irgendwie mal 20 Fahrer zusammen bekämen, aber das wird wohl nie passieren. Wird nie funktionieren, weil immer irgendwer ein Arschloch ist und keine Zeit hat. Übrigens, so ich hab gestern Mono gestalkt, weil der gesagt hat, der hat gestern keine Zeit gehabt. Ich hab keine Zeit mehr, ist dazwischen gekommen, bin ich auf PlayStation Online gekommen, hat der Destiny gespielt. Mir ist was dazwischen gekommen. Voll wichtig sowas. Natürlich merke ich mir das. Voll wichtig so eine Sache, ey. Ja. Ich muss echt nochmal in die Box. Das ist so ein Scheißspiel. Aber Destiny, welches der ganzen Spiele ist das? Ist das dieses komische... Ja, das ist dieses Shooter-MMO. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Wann sollen sie die denn machen? Was? Also meine Box ist ja sehr schlau. Also der hinter mir soll noch 2 Stops machen. Ja. Ja, ja. So ist es eben, weißt du? Ich bin auch auf einer Lilanen unterwegs gerade. Ich bin jede Runde. Ich bin auch im zweiten Sektor in den Dreck gefahren. So, ich muss auch nochmal. Och nee, Wehrlein! Auch wenn mir das wahrscheinlich meinen zweiten Platz kosten wird. Wehrlein und Eriksson, das Team, du fährst jetzt schießt dich mal ab. Ja, ja. Das ist Eriksson im Himmel. Sim Chicken hinterm Klar. Schneller Box. Bella Box. Ich will noch Zweiter werden. Bella Box. Oh, das wird eng, das werde ich glaube ich nicht mehr schaffen. 4 Runden noch. Boah, Wehrlein hat mich nicht abgeschossen, als sicher ich ihn geholt habe. Ich hab innerhalb von 6 Runden 11 Sekunden auf Mono aufgeholt. Also das ist machbar. Auf Mono? Ja. Achso, in Österreich. Ja, okay. Ja. Sorry. Das wäre schon geil, boah, mal. Ist ja erst Runde 21. Ich habe gerade gedacht, gleich ist hier vorbei. Nee, dann wäre ich durchgefahren, aber es hat so gerade bei mir nicht gereicht. Wo diese Highspeed-Kurve. Kann ich immer noch nicht. Ich fahre das jetzt schon eine Stunde und kann das immer noch nicht. Fester ist erst 42 Minuten. Wobei eine Stunde 3. Ja, ihr nehmt aber das Qualifying mit auf. Ja, das natürlich zählt ja auch. Ja, du nicht, oder was? Ja doch, aber ich mach da Cut zwischen.
dachte nur neue Aufnahmen. Versucht er intelligent zu sein. Wer weiß immer, wie lange er fahren ist. Gut. Beziehungsweise wie lange Mono nicht fährt. Oh, da wird jetzt enttäuscht. Mono spielt oder Mono Mono? Mono Mono. Babibidibi. Mono Mono. Babibidi. Mono Mono. Mono Mono. Ich weiß gar nicht, wie die Melodie davon geht. Ja, das könnte noch klappen hier mit zweiter Platz. Also dritter sollte es auf jeden Fall werden. Ja, dritter ist aber Hamilton, das ist dein Problem. Ja, aber der ist... Fuck, ich habe hier noch 10 Sekunden Strafe. Alles klar, ich bin raus aus Sekunden. Sepp, wir gucken uns die 10 Sekunden Strafe hier nochmal an. Das ist ja gar kein Problem. Vielleicht entscheiden ich und Lago Rix darüber, das war keine Strafe. Ah, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht entscheiden wir auch... Muss man das selber nochmal angucken, weil eigentlich fand ich, das war nicht wirklich etwas... Vor allem in Runde 1. Eigentlich fand ich das ein Witz. Ich weiß, du bist... Oh, war in Corner Cutting. Ja, ja, die Haas immer hier. Einer kriegt 10 Sekunden, der andere Verwarnung. Wie in Australien, wo wir alle die eine Kurve abgekürzt haben. Welche eine Kurve? Lip, also die Punuke. Lip und Nicke. Ey, die habe ich aber gar nicht so häufig abgekürzt. Weil doch, du bist genauso gerade da durchgefallen wie ich auch. Echt? Ja. Das heißt, es ist schon zu lange her. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir sind ja schon 4 Wochen. Also gelbe Flagge. Safety Car. Leute, den habe ich rausgedreht. Nein. Nochmal Safety Car. Nochmal gelbe Flagge. Nochmal Safety Car. Safety Car wäre gar nicht so verkehrt jetzt für Safety Car war eine Scheiße. Safety Car wäre richtig scheiße. Nein! Ja. Ich habe mein Auto mal kurz nach Norwegen, nach Wales gefahren. Ja, das war's mit den Punkten für mich. Tut mir leid. Warum? Weil ich noch 10 Sekunden Strafe habe und auf dem 11. Platz im Moment bin. 10 Sekunden gucken wir uns hier an, Mama. Ja. Wow. Wenn die wegfällt, hast du minus 10. Das muss ich selber mitrechnen. Das Warum fährt die eigentlich durch diese Schneckenkurve, das so extrem langsam? Ja, das ist total nervig. Jago ist Dritter. Ja, ist das ein Stammplatz? 5 Sekunden auf Rosberg. Da kriegst du. Das, was ich in diesem Rennen einstecken musste, das grenzt eigentlich schon an. Da musst du aber schon. Da musst du aber schon im ganzen Rennen ja der Aufnahme in der Folge Eye of the Tiger spielen lassen. Wobei Sebi hat ja jetzt extrem viel federn lassen, auch in den letzten Rennen, oder? Also bei Jar nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe in den letzten Rennen ziemlich viel Scheiße gebaut. Nee, Sebi ja auch. Achso. Der hat ja noch viel mehr Scheiße gebaut. Ja, Aserbaidschan, da kam dazu, dass er die Strecke nicht mag und er hat auch keinen Bock gehabt. Ja, das stimmt. Das hat man gehört. So leicht. Beziehungsweise am Anfang hatte ich Lust und da kam Strafe im Qualifying, Strafe im Qualifying, Strafe im Qualifying, Strafe im Rennen, Strafe im Rennen, Strafe im Rennen. Überall nur Strafen! Ja. Reifenpflatzen. Ja, das war Kanada. Reifenpflatzen! Boah, da bin ich aber abgegangen im Rennen. Ne, das war nicht im Rennen, das war im Qualifying. Qualifying. Im Rennen war das mega geile Battle. Aber Sepp, für die Statistik hast du wenigstens eine Pole. Was? Ich hatte auch eine Pole. Mono hat, Mergo hatte auch schon eine Pole, der hat die aber auch in der ersten Runde gleich vergeigt. Ja, wobei du, nee, nicht in der ersten. Das weiß ich nicht. Das war gerade das letzte Rennen. Ja, das ist schon so lange her. Ja, eine Stunde, nee, zwei Stunden. Deswegen sind fahrt ihr auch immer so schlecht. Ihr müsst einfach über allen Rennen gehört haben. Nicht mehr. So, dann 2,5 Sekunden noch. Noch 2 Sekunden. Was in Monaco passiert ist, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, du bist in der ersten schon, Kurve rausgeflogen. Da bin ich auch nur eine Kurve gefahren. Ich meine. Weißt du, ich werde zu viel. Ja, dann habe ich halt hier Schleuder drauf. Du weißt das ganze Rennen. Ich will ihn noch bekommen. Okay, mein ganzes Rennen. Die Strafe akzeptiere ich, aber die anderen. Dann, nee. Warum spielt Sepp jetzt auch Stocker? Sepp hat eine Strafe war 3 Sekunden wegen Abkürzung. Sepp hat sich zu viel von uns. Mal wieder wegen. Du hast so viele Verwarnungen bekommen, obwohl ich kein einziges Mal mit Stocker abgekürzt habe. Das kennen wir ja. Ich push gerade ein bisschen hart. Ja, du hast zu häufig abgekürzt. Okay.
Das kennen wir aber, glaube ich, seit Formel 1 2009 oder so. 2006 war noch geil, wo der, ja, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, da ist die Box einfach mal nicht da. Das war geil. Wie oft ist dir das passiert? Oft. Echt? Ja. Wann habe ich denn gespielt? 2006, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 11? Da habe ich das noch nicht so ganz begriffen. Ja, ich war auch nicht viel älter. War da 8. Aber der Ergorix, der hat da ja richtig geile Zeiten rausgekommen. Nee, habe ich nicht gespielt. Ich habe mit 2009 angefangen. 2009? War 2009 nicht das, was es nicht für den PC gab und so, sondern nur für die Wii? Dann war es 2010. Also das erste mit der alten Engine. Also das mit war 2010. Der 2009, da haben sie den Meisterstreich gebracht. Das war doch das nur für die Wii rausgebracht. Das war ein PSP-Auto, oder nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nur für die Wii mit so einem scheiß Lenkrad. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Also Lenkrad, ein Stück Klotz Plastik halt. So, ich bin direkt dran an Rosberg. Letzte Runde, du musst jetzt vorbei, ne? Wenn du noch pünden willst. Ja, ich gebe mein Bestes. Das hätte gerade fast geklappt, aber leider nur fast. 70% Schaden, wenn ich jetzt einen Platten kriege. Nicht so geil. So. Aber ich habe auch meinen Fehler gefunden, warum ich in den letzten Rennen nicht so gut war. Und zwar war die Kanada-Flagge nicht mehr da. Oh nein. Seit die Power of Canada wieder hier ist, geht das voll knapp. Boah, mir ist gerade die komplette rechte Hand eingeschlagen. Du fährst noch mit der rechten Hand, gibst du noch Gas. Boah, du bist schon im Ziel. Hol den Shampoos raus! Mit Arm! Arm ist auch eingeschlafen. Merke ich gerade, der wacht gerade auf. Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Jetzt nicht den Reifen verlieren! Nee, die haben gar nicht so viel Prozent. Gut, und Ergorix ist nicht Dritter! Yay! Da jubelt er! Ein Platz da drüber endlich mal! Erstmal gucken, wo es müssen nur drei Leute für ausfallen. 6 Sekunden! Sepp, da geht noch was! Alonso kriegst du noch! Ja, so nicht. Go, Sam! Go, Sam! Spannendes Duell? Nein, das reicht nicht. Nee, ich glaube. Oder? Nee. Ja, ich kann froh sein, oder ist gerade vor mir verschwunden, ist er jetzt hinter mir. Sepp ist 11. Okay, aber die 10 Sekunden Strafe, die gucken wir uns jetzt mal an hier. Das sind dann nämlich gleich Position, Moment. 10 Sekunden schneller, das wäre dann Position direkt hinter. Sind die Sekunden schneller? Ja, ja, ne? Also 09. Nee, hinter Raikön. Raikön war schneller. Stimmt. Er wäre trotzdem Sechster. Sechster. Ich bin mit 2 Stops da durchgekommen, freut mich. Ja, endlich mal wieder ein Rennen nach Plan. Beste Zeit haben wir das auch. Das gilt vor allem für Mono und Diomon. Aber mit Mono, was da kann man sich ist echt eigentlich hier gerade bei mir im Hintergrund los? Warum? Hier fährt die ganze Zeit ein Honda und wird zurückgesetzt. Wir gucken mal Incidents. Mono, parked in a dangerous location. Carianto-Kollision bequert. Massa-Kollision mit Hülkenberg. Sepp, 10 Sekunden, exceeded track limits. Sepp, exceeded track limits. Was machen die hier? Guillaume, terminal damage. Also ihr müsst okay. Euch auf jeden Fall das Ende meiner Folge angucken. Es ist zu geil, was die ganze Zeit machen. Dann geht es los. Button-Durchfahrtsstrafe. Jetzt fährt er rückwärts und jetzt ist er nach vorne teleportiert. Durchfahrtsstrafe, Perez-Durchfahrtsstrafe. Jetzt sind wir die Box. Jetzt steht er in seinen Boxen, Leuten. Ich kann da nicht gucken. Was ist hier los? So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Rennen, das stattfindet in, gucken wir gleich. Deutschland. Ist da bei Kathmandu. Deutschland müsste eigentlich sein. Kathmandu, das liegt ja gleich in Deutschland. Weiß ich nicht. Ja, Aserbaidschan ist in Europa. Nee, Ungarn kommt erst. Ungarn! Nein! Nein! Und damit tschüss! Tschüss! Tschüss!